You ain't going rough enough. Heidi ho und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Birth of Fire 3. In letzten Part haben wir die antiken Ruinen erkundet und schon ein paar nette Sachen gefunden. Da sind wir mit dem Lift aufwärts gefahren und ja, und wir sind auch da stehen geblieben. Wo bin ich denn? Hallo? Das hat's gebracht. Aha. Du fandest einen Lebensblut. Okay. Ja, also wie im letzten Part schon gesagt, Wenn wir in den Dungeon da ein paar Schlüsselkarten brauchen, wenn ich mir nicht ganz täusche, 2 bis 3. Also alphabetisch halt Schlüsselkarte A, B, C, M, D, D, A. Wenn ich mich nicht nur recht erinnere. Barriere. Ach ja, wie lieb. Und vielleicht nochmal eine Barriere. Nö. Schattenlauf, Schneesturm und... Ach, Moment, bitte mal. Wieder mal eine Runde heilen. Beleben. Ja, der Schattenlauf, der gefällt mir einfach. Tja, treffen musst du auch, du scheiß Vampir. So, und wenn es dann nochmal ein Zackel schneller gegangen hat, war das ja glücklich. Mein Gott, du scheiß Roboter. Das bringt ja nicht viel. So, einmal Schatten laufen, dann müssen wir wenigstens der mal wechseln. So. Dann Ragnarök hinterher. Und dann müssen wir jetzt mal einen Haufen schon machen. So. Der scheiß Rüstung ist einmal weg. Schneesturm noch hinterher. Und das Leben klappt noch, oder? Mein klappt's nicht. Ja, ein Ding, Erdbeben war doch jetzt ein bisschen unpassend, dadurch, dass Border teilweise schweben, sag ich mal. Mein Gott, das bringt da ja nichts. Doppelschlag, bitte. Oh. Ja, ich stelle schon mal. Ist mal schon K.O. Warten oder nächste tun und warte sehr glücklich. Oh, ich geh, Kim. Du willst mir das verscheißen. Na, geh. Man klappt's nicht. Wie lange der Kampf jetzt gebraucht hat. Oh ja, Erfahrungspunkte, da bekommt man ziemlich viel. Und eine Claymore. Bin ich mir nicht ganz sicher. Na, okay, ist für echt wen. Aber ja, braucht man nicht unbedingt. So, Vitamin. Ja, also wie gesagt, man braucht da spezielle Schlüsselkarten. Ja, komm. Du fandest
Ein Gaskran. Wo ist Gaskran? Was ist denn da? Da haben wir nix. Na, na. Oh. Achso, okay. Ah ja, Gaskran. Ah ja, Verwirrung. Und dann einen größeren Schaden macht es dann. Okay. Und ein Zufallskampf. Ach nee, die Rüstung schon wieder. Das überspringen wir jetzt wirklich. Ja, ja, Risikoschlag. Das ist halt das Blöde am Risikoschlag, wenn er nicht trifft. Ja, Rüstung. Meine liebe Rüstung. Okay. So, was haben wir da noch? Ja, ich werde mal erst mal so ein bisschen erkundigen. Okay, von dort bin ich her. Dann gehen wir halt wieder zurück. So. Ne, der überspringe mal den Albtraum. Ja, ja, du kannst nicht mehr kommen. Ach, geh, scheiße. Und das Absaugen funktioniert gleich, wenn du einen Schaden gemacht hast. Du Hirsch. So. Okay, dann gehen wir halt einmal ein Stück aufwärts. Okay, jetzt haben wir mal den Lift aktiviert. Das passt mal sowieso. Hoffe ich halt einmal, dass wir ihn jetzt aktiviert haben. Ich hoffe so. Ich vermute es halt. Ah, der schaut das Albtraum da. Der zippt mich schon. Weil jetzt müsste automatisch. Ja, es geht doch. Auf der Mal Ankunftsplattform. So, du fandest eine Klugfrucht. Immer wieder beliebte Klugfrucht. Was haben wir da? Oh man, nix. Schade. Wir hätten sie wohl etwas da hinten verstecken gekannt, aber ja. Muss ja nicht sein. Braucht nicht sein. Flucht erfolgreich geschafft. So. Dann gehen wir mal in Wartungsdeck. Na, das wollen wir jetzt wahrscheinlich schon. Okay, oder auch nicht. Man denkt, da braucht man schon eine Schlüsselkarte. Ist ja gleich. Muss ja nicht sein. Jetzt überspringen wir mal. Ich kann jetzt natürlich auch machen und das auch rausschneiden. Ich könnte es, aber ich will es einfach nicht machen. Ja, genau. Ab dort braucht man jetzt schon die scheiß Schlüsselkarten. Oder Level. Ja, oder die Scheißkarten. Die was wir jetzt natürlich nicht haben. Aber ja. Der Dungeon ist eh groß, man findet es sowieso. Eida. An den kann ich mich noch erinnern. Der ist so blöd. Oh ja, nichts und trotzdem haben wir geschafft. So. Du bekommst 810, ja, ja, immerhin. So, was haben wir da? Haben wir nichts.
brauchen wir auch nichts. Nichts. Und Napalm. 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 Schauen wir mal ganz kurz alle durch. Napalm. Okay. Napalm. Okay. Okay. Okay, okay. Und ein Punkt zum Schlafen. Gott sei es gedankt. So, und einen Speicherpunkt haben wir auch gleich. Das werden wir auch gleich ausnutzen. Und man kann natürlich da die Mitstreiter nochmal auswechseln. Für den Fall, dass man die anderen Mitstreiter ein bisschen leveln will. In meinem Fall wäre eventuell eine Reihe nur ein bisschen mitleveln. Valgar und Beck mir auch, weil das zu viel Arbeit ist. Und die sowieso nicht mehr gebraucht werden. So gesehen. Müssen wir uns hier immer nur auf Ding konzentrieren, auf Rai und Momo und Nina. Und auf Axel, ich meine voll. Ja. So. Was haben wir da, Schirns? Da haben wir nix. Was haben wir doch? Du bekommst 400 Zinni. Naja. Klein Mist macht auch viel Dreck. So, sie hat ist sie mal. Das kann eh nichts viel passieren. Okay. Was haben wir doch? Eine Treppe! Eine Rolltreppe, man glaubt's nicht. Man glaubt es kaum. Ein Hoppa. Eine doppelte Ausführung. Die Hoppa. An die konnte ich mich gar nicht mehr erinnern. Oh, ich glaub so viel. Machen die nicht. Ja, und Ragnarök zur Sicherheit hinterher. Ragnarok macht den meisten Schaden. Okay. Gut zu wissen. So. Nachgehen. Ah. Ja, an dem Raum kann ich mich erinnern. Der ist super, der Heilraum. Der ist wirklich super. Okay, da brauchen wir eine andere Waffe für Momo. Also ein anderes Gen-Dingsbus, also die Munition halt, was Momo braucht. Eigentlich sollte ich abhauen, aber wenn ich mich ganz täusche, bekommt man von dem Viech auch ziemlich viel Erfahrungspunkte. Wenn man ihn schafft. Aber ich glaube, so viel hat er eh nicht da. Und Ragnarök hinterher. Ah, wohl, warte ich da ein bisschen mehr. Doppelschlag. Ja, warte ich da ein bisschen. Ein bisschen HP in dem Fall SP gehabt. Okay, dann gehen wir halt wieder abwärts. Und ich sehe, dass unsere Zeit auch schon wieder dem Ende entgegen wird. Aber nicht zum Trotz, gehen wir gleich jetzt noch ein Stückchen weiter. Wahrscheinlich gebet jetzt gleich der nächste Zufallsgegner. Ich hab's doch gesagt.
Ach nee, den mache ich jetzt nicht. Okay. Dann mache ich an der Stelle wie üblich einen kleinen Cut und wir sehen uns dann bei einer weiteren Folge von Let's Play Bird of Fire 3 wieder und ich wünsche euch bis dahin wie immer viel Spaß.